Pionierzeit des Films. Pionierzeit der Archäologie. Vor 70 Jahren schon entstand in Buchau der erste deutsche Film über eine archäologische Grabung. Ein Außenseiter hatte die Archäologie bekannt gemacht. Heinrich Schliemann. Mecklenburger Kaufmannsgehilfe, Selfmade-Man, Millionär und PR-Genie. Für sich selbst, aber auch für eine neue Wissenschaft. Die Entzifferung von Botschaften aus einer anderen, früheren Welt. 100 Jahre nach Schliemann versuchen deutsche Archäologen, den Nachrichtencode vergangener Zeiten zu knacken. Rund um die Welt. Aufbruch zu einer archäologischen Expedition im Himalaya. Wie zu Schliemanns Zeiten sind dabei Muskelkraft und Pferdestärken gefragt, um ein Ziel zu erreichen. Wir sind in Nepal, Land der eisigen Höhen, geprägt von Gebirgswüsten und Extremtemperaturen, die Grenze der bewohnbaren Welt. Ein höchst labiler Lebensraum für Tier und Mensch. Wer hier lebt, muss sich der Natur und ihren spärlichen Mitteln anpassen. In den Schluchten des Himalaya haben Menschen aber nicht nur Jahrtausende überlebt, sondern auch große Kulturleistungen geschaffen. Die Forscher wollen wissen, wer waren diese Menschen? Wann haben sie gelebt und wie haben sie die Herausforderung extremer Umweltbedingungen gemeistert? Für Archäologen war der Himalaya lange Zeit ein weißer Fleck und viele Fragen blieben offen. Jetzt sind Schliemanns Erben unterwegs zum Dach der Welt, um Antworten zu finden. Ein buddhistisches Kloster im Gebirgsdorf Tini. Zu Gast ist der Bonner Archäologe Ernst Pohl. Der Abt des Klosters liest heute aus dem Bem Chak, der Ortschronik, die Ereignisse aufzählt, aber keine Zeitangaben enthält. Thema ist die Gründungslegende der Burg Garab Zong, oberhalb von Tini. Die Chronik berichtet von König Tukachen, dem dreieugigen König mit Muttermal. Er gab den Befehl zum Bau der Burg. Pohl erforscht die Geschichte der Burg seit 5 Jahren und konnte erstmals das ungefähre Gründungsjahr von Garab Zong ermitteln, um 1530. Nepal. Das Bergland im Norden von Indien war immer schon Weltenscheide zwischen dem tibetisch-chinesischen und indischen Kulturraum. Die Flusstäler waren aber zugleich Korridore, durch die Menschen in alle Richtungen zogen, Kriege führten und Handel trieben. Wichtigste Verbindung war das Kali-Gandaki-Tal in der Provinz Mustang, das sich zur asiatischen Salzstraße entwickelte. Zur Sicherung des Salzhandels entstanden an strategisch wichtigen Punkten entlang des Kali-Gandaki und seiner Nebentäler im Lauf der Jahrhunderte befestigte Plätze und eine Reihe von Burgen. Die südlichste dieser Burgen ist Garab Zong, oberhalb der Distrikthauptstadt Jomsom und des Dorfes Tini gelegen. Die Burg Garab Zong, geschützt durch die Berge im Rücken und einem nach 3 Seiten steil abfallenden Hang. Mittelpunkt eines kleinen Königreichs, bestehend aus Ringmauer, Palast, Kloster und mehrgeschossigen Häusern aus Lehm und Bruchsteinen. Um die 700 Personen konnte die Anlage beherbergen. Mit Erstarken des nepalesischen Zentralstaats verlor die Burg ihre Bedeutung. Im 19. Jahrhundert verfiel sie. Heute leben die Menschen in Dörfern wie Tini.
Grabung und Kartierung der Burg sind weitgehend abgeschlossen. Jetzt geht es bei Ernst Pohl und seinem Team von der Universität Bonn darum, auf Garabzong noch weitere Kontrolldaten zu ermitteln. Die Koordinaten einiger Vermessungspunkte sind zu überprüfen. Außerdem müssen Sie zusätzlich neue Materialproben gewinnen, um die Datierung einzelner Bauabschnitte der Burg zu untermauern. Dazu wird aus der ursprünglichen Bausubstanz Holz entnommen, dessen Alter dann mit dem dendrochronologischen Verfahren bestimmt werden kann. Das Verfahren basiert auf der Datierung der Jahresringe eines Baumes. Die spätere Laboranalyse wird ein Felldatum für den Baum, von dem dies Holz stammt, zwischen 1610 und 1620 ergeben. Die Bauten in diesem Burgabschnitt müssen also in den Jahren danach errichtet worden sein. Garabzong gehört zu den jüngsten Herrschersitzen im Burgenland von Nepal. Wo aber lebten die Menschen im Tal vor Gründung dieser Burg? Außerhalb von Tini und nur knapp 1000 Meter Luftlinie von Garabzong entfernt, stießen die Archäologen auf weitere Ruinen. 1529. Der Hügel am Steilufer heißt Bum Che Kang. Und die ursprünglich darauf stehenden Mauerreste aus Lehm ließen auf eine unbefestigte dörfliche Siedlung schließen. Die Befunde ergaben ähnliche Daten wie für die Burg. Das Dorf war zeitgleich mit Garabzong bewohnt, also vom 16. bis 18. Jahrhundert. Interessant wurde es, als die Archäologen anfingen, tiefer zu graben. Jetzt haben sie ein Areal von 500 Quadratmetern ausgehoben und Mauerwerk einer früheren Bauperiode freigelegt. Dabei wird klar, das hier sind keine Hausmauern, die zu einem Gehöft in einem Dorf passen. Der Gebäudekomplex folgt einem architektonischen Plan. Er wirkt wehrhaft, schützend. Auch wenn es für endgültige Schlüsse zu früh ist, hier handelt es sich um einen befestigten Platz. Hier muss die Vorgängerburg von Garabzong gestanden haben. Radiokarbondaten aus den Schichten rund um die Mauern belegen, dass dieser Platz bis ins 7. Jahrhundert bewohnt war, danach aber aufgegeben wurde. 1000 Jahre vor Garabzong. Warum? Kriminalistische Spürarbeit für die Wissenschaftler. Dann endlich wieder ein Fund. In der Nische eines Hausfundaments entdeckt der 32-jährige Archäologe und Keramikspezialist Thomas Höltgen die Reste eines Tongefäßes. Die Wände des Gefäßes sind von der umgebenden Erdschicht eingedrückt. Von Steinen eingekeilt steht es wie hingestellt im Boden. Vermutlich wurde es als Bauopfer oder Glücksbringer hier eingelassen. Der erfahrene Archäologe birgt vorsichtig jedes einzelne Stück. Bei dem Topf handelte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Vorratsgefäß. Eine spätere Analyse und Datierung der Keramik wird die bisherigen Befunde bestätigen. Auch dieser Topf stammt aus dem 6. bis 7. Jahrhundert. Am nächsten Tag ist Thomas Höltgen zusammen mit Grabungsvorarbeiter Ascher und Keramikfunden unterwegs nach Tini. Ihr Ziel Aschers Hof, eine Gebetsmühle am Ortseingang. Aschers Großeltern. Der Kölner Archäologe hat einen Plan. Er will seine Funde mit heutigen Gefäßen vergleichen, weiß ja doch, dass Tonwaren noch immer sehr gebräuchlich sind. Thomas Höltgen ist Landeskenner und spricht Nepali. Dieses Stück haben wir in Garabzong gefunden und zusammengesetzt. Es gehört zu einem Vorratsgefäß, so wie diese hier. Der Rand ist genauso geformt wie der da. Sie haben bestimmt Chang darin aufbewahrt, das Gerstenbier. Und der Topf hier hat genauso einen abgesetzten Grat wie der alte. Formenkundliche Vergleiche sind wichtig. Sie geben Einblick in die Lebensweise der Menschen damals. Selbst bei dieser Scherbe, dem 1000 Jahre älteren Fund von gestern, sind Form und Funktion erkennbar. Der Rand abgestoßen, die Oberfläche verschmaucht. Typische Merkmale für ein Gefäß, mit dem die frühen Bewohner Bum Che Kangs Rakshi, Schnaps, gebrannt haben. Die Menschen hier oben mussten immer schon lernen, mit wenig auszukommen.
waren ständig den harschen Bedingungen von Kälte und Trockenheit ausgesetzt. Und es waren nicht Rakschi und Gerstenbier, die Leben und Wirtschaftsweise mitbestimmten, sondern das Salz. Seit Menschengedenken durchziehen Handelskarawanen die Täler des Himalayas. Bis zur Schließung der tibetischen Grenze durch die chinesischen Behörden kamen Salz und Wolle als Karawanengut aus dem Norden. Und das Kali-Gandaki-Tal bildete dabei die meistbereiste Fernhandelsroute. Handel und Zölle waren immer wichtige Einnahmequellen für die Bergvölker der Region. Heute allerdings kommen die meisten Waren aus dem Süden nach Nepal. Das Meersalz aus Indien hat das Steinsalz aus dem tibetischen Hochland ersetzt. Und der Salzhandel ist schon lange kein gutes Geschäft mehr. Die Salzkarawane ist am Ziel. Das Depot kann wieder aufgefüllt werden. Einst waren hier große Handelshöfe, die ihren Herren Macht und Wohlstand verschafften. Lange Zeit lag das Salzmonopol bei den Takali, dem im südlichen Mustang um Jomsom und Tini ansässigen Stamm. Takali waren auch die Bewohner von Garabzong und anderer Kleinkönigreiche im Burgenland von Nepal. Das Salzmonopol fiel, aber noch heute sind die Takali das Händlervolk im ganzen Land. Grabung Bumche Kang, ein paar Stunden später. Arbeiter haben in Schicht Nummer 10 auf 3,50 Meter Tiefe etwas entdeckt. Und Corinne Tiblé, die Mitarbeiterin von Ernst Pohl, gerufen. Ernst? Der Schädel ist schon gebrochen. Es geht nur darum, dass man da sitzt. Na, das sieht so aus, als ob der drauf sitzt. Mhm. Die Augen gehen in diese Richtung. So, er liegt so. Ah, ja. Das heißt, die Wirbelsäule kommt hierher. Oh. Und damit dürfte eigentlich klar sein, dass es kein Skelett geben dürfte, sondern nur ein zerstörtes. Ein Schädel im Schutt. Aber wir werden uns überraschen lassen, ob es stimmt. Weil hier, guck mal hier. Ja, ja. Da kommt der Oberkiefer, siehst du? Spannung liegt in der Luft. Was werden Sie noch finden? In einem benachbarten Gemäuer stößt Ascha auf Holzkohlenreste. Entgegen der anfänglichen Vermutung findet Ernst Pohl ein fast vollständiges Skelett. Doch es ist keine der häufig überlieferten Hausbestattungen. Die Knochen liegen wild verstreut in einer Versturzschicht aus Gesteinsbrocken. Was könnte die Ursache gewesen sein? Die Holzkohlenreste ergeben schließlich eine umfangreiche Brandschicht, bestehend aus Bruchsteinen und verkohlten Dachbalken. Es muss also ein Unglück geschehen sein. Dieser Mensch ist durch das herabstürzende Hausdach erschlagen worden. Gleichzeitig dürfte das Feuer ausgebrochen sein. Vermutlich hat ein Erdbeben die Katastrophe ausgelöst. Die Bewohner von Tini und Umgebung pflegen eine weit zurückreichende Erzähltradition. Immer wieder wird darin von derartigen Naturereignissen berichtet. Skelettfund und Brandschicht stimmen mit den übrigen Befunden überein, die das Ende von Bumche Kang ins 7. Jahrhundert datieren. Das Inferno einer Naturkatastrophe ist die naheliegende Erklärung für den Austritt aus der Geschichte. Ein Sonntagspicknick im Gebirge. Dabei sind Thomas Höltgen, seine Frau Mangali und die Schwiegereltern, die tibetischer Abstammung sind. Auch ein buddhistischer Priester ist geladen. Für Thomas und Mangali war es ein Schicksalstag, Karma, wie man hier sagt, als sie sich vor 3 Jahren auf der Grabung begegneten. Jetzt sind sie verheiratet. Und wenn Thomas nicht gerade in Nepal gräbt, leben die beiden in Deutschland.
Den mandeläugigen Nichten und Neffen ist der hellhäutige Onkel noch ein wahrer Exot. Der Brautsegen nach buddhistischem Brauch. Grabungsende in Bumchekang. Um Plünderung und Zerstörung zu unterbinden, werden Gräben und Gruben sorgsam verfüllt. Pohl bespricht mit Ascha die letzten Arbeitsschritte. Ihr Zeitplan ist aufgegangen. Sie sind pünktlich fertig geworden, das ist wichtig, denn ein Großteil der Ausrüstung wird dringend für eine zweite Grabung weiter oben in den Bergen gebraucht. Die Archäologen haben dem Boden Bumchekangs längst nicht alle Antworten entreißen können. Und so kennt nur der ewige Wind hier oben das letzte Geheimnis von Untergang und Zerstörung. Es ist noch heute lebendiges Mittelalter. Ein Nebeneinander von Religionen und Kulturen, Hochland und fruchtbaren Tiefebenen, Kargheit und tropischem Überschwang. Ein Kosmos aus gefrorener Zeit und erstarrtem Raum. Die Archäologen-Karawane, flussaufwärts unterwegs im Kali-Gandaki-Tal, Marsch Richtung Norden. Ausgangspunkt ist der Ort Jomsom. Von hier geht es auf der Salzstraße durchs Burgenland, den Kali-Gandaki entlang bis zur Mündung des Zongchu. Dann verlassen wir die Salzstraße und biegen rechts ab. Ziel ist das kleine Dorf Kinga im Muktinat-Tal. Die Karawane besteht aus über 50 Reit- und Lasttieren. Ernst Pohl hat den Zug zusammengestellt. In Jomsom waren zusätzlich zu ihrer eigenen noch mehrere 100 Kilo Spezialausrüstung direkt aus Deutschland eingetroffen zu verstauen. Jetzt müssen sie gut 1000 Höhenmeter überwinden. Kinga liegt fast 4000 Meter hoch. In Europa wäre das Gipfelniveau. Die Luft ist dünn, das Atmen fällt schwer. Es ist eine Reise an den Rand der bewohnbaren Welt. Okay, schön, dich hier zu sehen. Vielen Dank für den Empfang. Sehr fein. Bitte, danke. Du bist der Hausherr. Ein Empfang nach Entdeckerart. Hans-Georg Hüttel, 52 Jahre alt und Archäologe mit Haut und Haar, hat die Ankunft der Kollegen sehnlichst erwartet, um seine diesjährige Grabungskampagne beginnen zu können. Hüttel arbeitet im Auftrag der KAWA in Bonn, einer Einrichtung des Deutschen Archäologischen Instituts. Der tibetische Himalaya, zu dem dieser Teil Nepals gehört, ist buddhistisch geprägt. Vor Öffnung der Grabung findet die Puja statt, eine buddhistische Bittopferzeremonie. Für Hans-Georg Hüttel und seine jungen Studenten ein stimmungsvoller Einstieg in ihre Arbeit. Die Menschen hier glauben an die göttlichen Kräfte in der sie umgebende Natur. Die Erde ist heilig. Und wer ihre Ruhe stört, muss für den Frevel bei den Göttern um Versöhnung nachkommen.
Auch der Schamane und Heiler des Dorfes gibt sich die Ehre. Kinga liegt zu Füßen zweier Bergriesen. Hüttel begann hier vor fast 10 Jahren zu graben. Mittlerweile haben sie eine Anlage riesigen Ausmaßes freigelegt. Kinga war einst ein strategisch wichtiger Platz, der wie ein Riegel das in Ost-West-Richtung verlaufende Muktinat-Tal sperren konnte. Auf der Grabung herrscht jetzt Hochbetrieb. Es ist die letzte Kampagne. Sie werden das Projekt in diesem Jahr abschließen. Hans-Georg Hüttel und sein Team haben sich in den hochaufragenden Hügel regelrecht hineingefressen. Schicht um Schicht, Jahrhundert um Jahrhundert an Siedlungsschutt durchstoßen, um schließlich 3 unterschiedliche Bauperioden in dem Gewirr von Mauern zu entschlüsseln. Es ist ein Troja im Himalaya, das der Bonner Forscher mit dem Instinkt und Glück des tüchtigen Archäologen entdeckt hat. Und der antiken Feste gleich war Kinga eine große Burg. Hüttels Troja also. Mit wuchtigen Schießscharten-Mauern, 1 Meter dick und über 3 Meter hoch. Aber das hier war mehr als eine Burg. Eher ein Palast, Herrschersitz eines regionalen Machtzentrums. Funde ergaben, dass der Burgpalast vom 1. Jahrhundert vor bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus bewohnt war und dann in einer Brandkatastrophe zugrunde ging. Das war das Ende der Periode 1. Merkwürdige schachbrettartige Mauerkästen. Sie stammen aus einer späteren Bauperiode und gaben den Archäologen lange Zeit Rätsel auf. Häufig sind es Keramikfunde, die spezifische Auskunft über Grabungsschichten und Zeithorizonte geben und damit eine Datierung ermöglichen. Das hilft bei der Interpretation der Baukörper. Denn die Bewohner von Kinga haben immer wieder in und übereinander gebaut, unter Verwendung noch stehender Architektur. So stammt der kastenförmige Rasterunterbau aus dem 4. bis 5. Jahrhundert. Er repräsentiert die 2. Siedlungsperiode. In tibetischen Quellen fand sich eine Erklärung. Grundriss und Fundament folgen einer verschachtelten geometrischen Figur, ergeben ein Mandala, eine symbolische Urform, wie zum Beispiel eine Swastika, ein Hakenkreuz. Anstelle der Burg war ein sakraler Platz, ein buddhistisches Heiligtum entstanden. Und eingeschrieben in diese Kastenräume finden sich Mauern, die aber aus einer anderen Periode sind, der Periode 1. Nicht? Und dann haben wir uns gefragt, was soll das? Warum sind die da drin? Und dann haben wir diese Figur versucht zu lesen und kamen darauf, so, eine Angel, eine zweite Angel. Und das ergibt eine Swastika. Wir sehen hier die eine Angel der Swastika, hier die andere Angel der Swastika. Das folgt dem, dann über die Schießschartenmauer rüber, über diese Schießschartenmauer. Eine rechtsläufige Swastika, die als buddhistisch gelesen wird. Und das Interessante ist nun, dass wir in den tibetischen Baulegenden um den Dzogchen, also der Keimzelle des Potalen Lhasa, feststellen, dass auch immer wieder diese Elemente auftreten. Wer waren die frühen Bewohner von Kinga? Über diese Zeit berichtet keine Chronik. Aber es gibt Geschichten, die man sich im Tal erzählt. Hüttel ist einer Legende auf der Spur. Er ist mit dem Bürgermeister von Sarkot, dem Nachbarort von Kinga, verabredet, um die Geschichte vom Herrn der 100 Pferde zu hören. Die Burgruine von Sarkot ist übrigens jüngeren Datums. Der schlafende Hügel von Kinga, so behauptet die Geschichte der Alten, berge tief in seinem Innern Palast und Burg jenes legendären Herrn der 100 Pferde, den Herrscher über 300 Häuser. Die Zahlen mögen für europäische Ohren wenig hermachen, sind aber Sinnbild für Macht und märchenhaften Reichtum, denkt man an die Zeit vor 2000 Jahren hier oben.
Auch verweist der Name Kinga auf eine Burg. Ist doch darin das tibetische Wort Kar für Königspalast oder Burg enthalten. Und wie oft schon steckte in einer Legende ein historisch wahrer Kern. Die Geschichte vom Herrn der 100 Pferde, einem Reiterfürsten im Himalaya, als Geschichte? Für einen Vollblutarchäologen wie Hüttel, der von Kindesbeinen an von Entdeckungen träumte, hätte es nicht spannender sein können. Die Helden meiner Jugend waren die großen Entdecker und Forschungsreisenden. Und eigentlich wollte ich als kleiner Junge Geograf werden, teilhaben an diesen großen Entdeckungen. Und insbesondere fasziniert hatten mich die Forschungsreisenden in Zentralasien, Sven Hedin. Ich schwärmte für Sven Hedin durch Asiens Wüsten, ist heute noch eines meiner Lieblingsbücher. Und Sven Hedin nachzueifern, das war so ein Kindheitstraum. Der schwedische Asienforscher Sven Hedin, er starb 1952, hatte ganze Generationen von Jugendlichen mit Fernweh versorgt. Berühmt wurde er durch seine mehrjährigen Expeditionen entlang der alten Seidenstraße und im Transhimalaya, wo er die bis dahin unbekannten Quellgebiete des Indus und des Brahmaputra erforschte und damit gleich mehrere weiße Flecken von der Weltkarte tilgte. Eine glückliche Fügung ergab es, dass ich Interesse und Möglichkeit verbinden konnte und hier in den Himalaya fahren durfte, um dort die erste Siedlungsgrabung überhaupt in diesem Gebiet zu machen und so auch einen weißen Flecken auf der Karte, in diesem Fall der Archäologie, etwas weniger weiß zu machen. Der Burghügel von Kinga. Killing Grounds, Todesgruben, Knochen, wohin man blickt. Sie sind auf ein Massengrab gestoßen. Ein wildes Durcheinander von Tier- und Menschenknochen, vom Rumpf getrennte Köpfe, Pferdeschädel und Körperteile, lose verstreute Skelette und Gliedmaßen, die auf Schlachtabfälle schließen lassen. Massaker oder Epidemie? Opfer einer Schlacht oder Menschenopfer als Glücksbringer für den Bau? Die Archäologen zählen mehr als 20 Menschen und 15 Pferde, die hier bestattet sind. Dazu noch ungezählte Überreste von Haustieren wie Schaf, Ziege, Yak und Rind. Aber auch Wildtiere konnten identifiziert werden. Darunter Wildyaks sowie Hirsche und Wildschweine, die nur in bewaldeten Zonen lebten. Indiz dafür, dass hier oben einst Wälder standen. Inzwischen wissen wir, dass diese Wälder erst im Mittelalter durch Abholzung verschwanden. Die Knochen liegen in 7 Meter Tiefe, in einer Grabkammer unter der eigentlichen Burgmauer. Irgendwann im 2. oder 1. Jahrhundert vor Christus wurde zunächst die Grabanlage, danach die Burg errichtet. Die Toten sind gleichzeitig bestattet, zum Teil enthauptet und ihre Schädel dann in Nischen aufgestellt worden. Wurden sie als Bauopfer rituell getötet oder gar lebendig begraben? Sind sie Teil eines großen Totengefolges, Begleiter des Grabherren ins Jenseits? Noch sind die Untersuchungen nicht abgeschlossen. Sicher scheint, dass es reiternomadische Steppenbewohner Zentralasiens waren, die bis hier vordrangen. Grabbeigaben, Pferdebestattung und die eigenartige Auswahl von Tierkörperteilen für das Grabopfer legen diesen Schluss nahe. Sicher scheint aber auch, wenn es je eine Burg des Herrn der 100 Pferde gab und wenn dieser Herrscher je eine Grablege fand, dann hier. Wüste und Oasenflecken prägen heute die Hochtäler des Himalaya. Die Menschen, die einst aus der Tiefe Asiens kamen, um hier zu siedeln,
haben es über die Jahrtausende verstanden, sich anzupassen. Sie bauten Terrassenfelder und legten Bewässerungskanäle an. Aber im Zusammenspiel von Mensch und Natur veränderte sich der Lebensraum dramatisch. Die Wälder verschwanden und mit ihnen die wertvolle Humusschicht. Wasser und fruchtbarer Boden sind knapp, die Lebensbedingungen hart. Noch geben uralte Bindungen der Dorfgemeinschaft Rückhalt und Zuversicht. Mit Gleichmut und schier endloser Geduld ringen die Bergbauern um das tägliche Brot, das hier aus Gerste und Buchweizen besteht. Die Menschen ruhen in sich, scheinen zu wissen, woher sie kommen, wohin sie gehen. Eigenschaften, die dem westlichen Betrachter abhanden gekommen sind. Das Grabungsdepot. Vorarbeiter Gorup bringt gereinigte Fundstücke. Hier ist der Arbeitsplatz von Eaton Paap, der Keramikspezialistin des Projekts. Die Scherbe lag direkt neben einem der Schädel im Grab, vermutlich aus einem Vorratsgefäß. Wegen der fehlenden Randform ist eine genaue Bestimmung zuerst nicht möglich. Doch das Alter der Gegenstände lässt sich aus der Fundschicht durch Rückschluss auf andere Stücke erschließen, die einen Schichtzusammenhang ergeben. Das Stück stammt aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Andrea Steffen, die Restauratorin, säubert ein Stück Metall. Die Pfeilspitze daneben hat sie schon präpariert. Beide Teile stammen aus den frühesten Schichten des Grabes. Ebenso wie die graue, schmucklose Töpferware, die kennzeichnend ist für die Gründungsperiode Kingas. In dem verrosteten Metallklumpen versteckt sich übrigens ein Messergriff. Nützliches Utensil für den letzten Gang des Herrn der 100 Pferde? Ein Sumpfgelände unterhalb eines Hangs, etwa 2 Kilometer entfernt von der Grabung. Seit Wochen ist der Geograf Jussi Bade zusammen mit dem Bergführer Passang Sherpa im Gelände unterwegs. Diesen Platz haben sie für eine Probebohrung ausgesucht. Bade ist Dozent an der Universität Jena. Sein Spezialgebiet? Die Erforschung der Landschaftsgeschichte der letzten 3000 Jahre im Kali-Gandaki- und Muktinat-Tal. Die Bohrungen sollen Daten erbringen, die Aufschluss geben über Landschafts-, Vegetations- und Klimaveränderungen. Die zentrale Frage dabei ist, wie viel Einfluss hat der Mensch auf die Gestaltung der Umwelt genommen und umgekehrt? Eine Frage, die auch die Archäologen in Kinga brennend interessiert. Fachmann Bade fand heraus, dass ein Teil des Rutschhangs hier vor 500 Jahren abging und damit Wasserversorgung und Feldflur von Kinga zerstörte. Hüttels Forschung ergab, dass eine dritte Bau- und Siedlungsperiode Kingas im 15. Jahrhundert plötzlich abbricht. Die Zeitgleichheit beider Ereignisse kann kein Zufall sein. Bei dieser Bohrung geht es darum, Proben zu gewinnen aus dem Grund des verlandeten Sees, der hier durch die Rutschung entstand. Die Stelle eignet sich besonders gut, weil der Boden weich ist. Sie hoffen auf Material in den Proben, das bestimm- und datierbar ist und etwas über Veränderungen in der Natur verrät. Sie sind bis auf 5 Meter Tiefe gelangt und müssen nun das Bohrgestänge zerlegen, um an die Bohrkerne im Innern der Rohre heranzukommen. Der 38-jährige Wissenschaftler steuert mit der umfangreichen Studie zur Landschaftsgeschichte Nepals eine Professur in physischer Geographie an. Gut. Seine Arbeit ergänzt die Siedlungsgeschichte, der Hüttel und sein Team auf der Spur sind. Bade kann nachweisen, dass das Tal seit 2000 Jahren von Erdrutschen bedroht und trotzdem Bewässerungsfeldbau betrieben wurde. Die Menschen haben sich also nicht kleinkriegen lassen. Die Bohrkerne funktionieren wie Materialsonden aus dem Archiv Erde, besonders dann, wenn sie organische Substanzen enthalten. Bei der Laboranalyse später in Deutschland werden sie auf Baumpollen stoßen.
organic matter, I think. Die Hänge waren also bewaldet, die Vegetation eine andere und der Mensch immer Opfer und Gestalter von Natur zugleich. Eine Felsformation im Kaligandaki-Tal nahe der alten Salzstraße. Andrea Steffen und Iken Paap sind hierher abgestiegen, um Felsbilder zu dokumentieren. Die Darstellungen sind kunstvoll in relativ grobkörnigen Sandstein gearbeitet, aber schon so verwittert, dass sie mit Kreide ausgemalt werden müssen, um sie genau zu erkennen. Die Bilder werden dann im Paus-Verfahren auf Folie durchgezeichnet, damit sie in Originalgröße erhalten sind. Denn es wird nicht mehr lange dauern, bis Wind und Wetter den Stein glatt geschliffen haben. Das Motiv zeigt ein Wildjack. Auf anderen Felsen sind Hirsch und Blauschaf zu erkennen. Ausgestorbene Wald- und Wildtiere, die auf Treibjagden mit Hunden gejagt wurden. Das Wildjack hier wird von einem Reiter mit Pfeil und Bogen erlegt. Das Alter der Felsbilder ist schwer zu bestimmen. Einige von ihnen sind mehr als 2000 Jahre alt. Damit schließt sich der Indizienkreis. Aus dem Kulturraum der Steppenvölker Innerasiens kennen wir vergleichbare Bilder. Und fest steht, dass die frühen Bewohner der Region einer ursprünglich waldreichen, noch kaum veränderten Umwelt ausgesetzt waren. Ihre Nachfahren heute müssen unter weit schwierigeren Umweltverhältnissen überleben. Zurück nach Kinga. Hans-Georg Hüttel und eine Studentin sind damit beschäftigt, die Funde aus dem Massengrab aufzubereiten. Hüttel hegt den Verdacht, dass die Opfer lebendig begraben wurden. Ein Brauch, der bei Steppenvölkern mit Totengefolge üblich war. Beleg dafür könnten Grünfärbungen im Boden sein, die sie unter einigen menschlichen Skeletten entdeckt haben. Exkremente der hier Bestatteten? Das Phänomen der postmortalen Darmentleerung ist von Hinrichtungen bekannt. So, und bei den Tierknochenbefunden verfahren wir jetzt so, dass die Tierknochen bereiten ihnen besonderes Kopfzerbrechen, weil sie nur schwer zuzuordnen sind. Eine Zoologin hat sie inzwischen im Auftrag von Hüttel untersucht. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Das gesamte Knochenmaterial enthielt allein 9 Arten von Wildtieren, die heute im Tal ausgestorben sind. Die Mehrzahl von ihnen Waldbewohner. Wald und Wild gab es also im alten Kinga bis zum Ende der letzten Siedlungsperiode im 15. Jahrhundert. Erst dann setzten die großen Umweltveränderungen ein. Der Schamane, der neben der Grabung haust, hatte es faustdick hinter den Ohren. Vorarbeiter Gorup will wissen, woher die schönen Töpfe und die Knochen stammen, mit denen der Alte prahlt. Na klar, antwortet er, habe ich alle von nebenan, aber lange vor euch. Was wäre ein Schamane ohne Flöte? Die hier ist aus Menschenbein. Der Mensch als Teil des Kosmos, eingebunden in den Kreislauf des Lebens, bewegt von göttlichen Kräften. Eine Ahnung von ganzheitlicher Existenz. Der tibetische Himalaya ist bis heute lebendiges Herzland des Buddhismus. Vielleicht haben dessen Tugenden wie Gleichmut, Gelassenheit und Zuversicht die Menschen befähigt, die Herausforderungen dieses Lebensraumes zu bestehen. Der Mensch kann die Welt nicht verändern. Er muss sich anpassen, sich selbst verändern, um im Nirvana eins mit dieser Welt werden zu können. Kraft auf diesem langen Weg spendeten schon immer die heiligen Plätze. Der Hügel von Kinga war ein solches Heiligtum.
Heute sind es die Tempelanlagen von Muktinath, die sowohl Buddhisten wie Hindus heilig sind. Das Ende einer Grabung. Abschiedsstimmung. Für Hans-Georg Hüttel auch das Ende einer engen Freundschaft mit den Menschen hier. Kinga, das Troja im Himalaya, wird wohl einmal sein Lebenswerk sein. Wie hatte Gurup zu ihm gesagt? Du hast uns unsere Geschichte zurückgegeben und unseren Stolz. Das Fenster zur Vergangenheit ist damit ein Stück weiter aufgetan. Und der Blick hinaus hat dem Archäologen Kraft gegeben. Das Leben dieser einfachen Menschen hier in dieser harten Umwelt, ihr Beharrungsvermögen, ihr Vermögen, sich umzustellen, auch angesichts radikaler Umweltveränderungen, wie wir sie um die Jahrtausendwende nach Christus feststellen, hat mir gezeigt, wie wenig Angst wir vor der Zukunft haben müssen, wie wandlungsfähig, wie anpassungsfähig Menschen sind, welche Anpassungsstrategien sie entwickeln können, um selbst in einer solch kargen Landschaft, die von einem waldreichen, feuchten Biotop sich hin zu einer fast trockenen Hochwüste entwickelt hat, überleben zu können. Wichtig ist für mich einfach auch das Fazit, das ich mitnehme hier, seit ich hier gegraben habe, habe ich eigentlich keine Angst mehr vor der Zukunft. Der Mensch wird es schon richten. Kinga liegt zu Füßen zweier Bergriesen. Hüttel begann hier vor fast 10 Jahren zu graben. Mittlerweile haben sie eine Anlage riesigen Ausmaßes freigelegt. Kinga war einst ein strategisch wichtiger Platz, der wie ein Riegel das in Ost-West-Richtung verlaufende Muktinath-Tal sperren konnte. Auf der Grabung herrscht jetzt Hochbetrieb. Es ist die letzte Kampagne. Sie werden das Projekt in diesem Jahr abschließen. Hans-Georg Hüttel und sein Team haben sich in den hochaufragenden Hügel regelrecht hineingefressen. Schicht um Schicht, Jahrhundert um Jahrhundert an Siedlungsschutt durchstoßen, um schließlich 3 unterschiedliche Bauperioden in dem Gewirr von Mauern zu entschlüsseln. Es ist ein Troja im Himalaya, das der Bonner Forscher mit dem Instinkt und Glück des tüchtigen Archäologen entdeckt hat. Und der antiken Feste gleich war Kinga eine große Burg. Hüttels Troja also. Mit wuchtigen Schießschartenmauern, 1 Meter dick und über 3 Meter hoch. Aber das hier war mehr als eine Burg. Eher ein Palast, Herrschersitz eines regionalen Machtzentrums. Funde ergaben, dass der Burgpalast vom 1. Jahrhundert vor bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus bewohnt war und dann in einer Brandkatastrophe zugrunde ging. Das war das Ende der Periode 1. Merkwürdige schachbrettartige Mauerkästen. Sie stammen aus einer späteren Bauperiode und gaben den Archäologen lange Zeit Rätsel auf. Häufig sind es Keramikfunde, die spezifische Auskunft über Grabungsschichten und Zeithorizonte geben und damit eine Datierung ermöglichen. Das hilft bei der Interpretation der Baukörper. Denn die Bewohner von Kinga haben immer wieder in und übereinander gebaut, unter Verwendung noch stehender Architektur. So stammt der kastenförmige Rasterunterbau aus dem 4. bis 5. Jahrhundert. Er repräsentiert die 2. Siedlungsperiode.
In tibetischen Quellen fand sich eine Erklärung. Grundriss und Fundament folgen einer verschachtelten geometrischen Figur, ergeben ein Mandala, eine symbolische Urform, wie zum Beispiel eine Swastika, ein Hakenkreuz. Anstelle der Burg war ein sakraler Platz, ein buddhistisches Heiligtum entstanden. Und eingeschrieben in diese Kastenräume finden sich Mauern, die aber aus einer anderen Periode sind, der Periode 1. Nicht? Und dann haben wir uns gefragt, was soll das? Warum sind die da drin? Bix, diesen Platz haben sie für eine Probebohrung ausgesucht. Bade ist Dozent an der Universität Jena. Sein Spezialgebiet? Die Erforschung der Landschaftsgeschichte der letzten 3000 Jahre im Kali-Gandaki- und Muktinat-Tal. Die Bohrungen sollen Daten erbringen, die Aufschluss geben über Landschafts-, Vegetations- und Klimaveränderungen. Die zentrale Frage dabei ist, wie viel Einfluss hat der Mensch auf die Gestaltung der Umwelt genommen und umgekehrt? Eine Frage, die auch die Archäologen in Kinga brennend interessiert. Fachmann Bade fand heraus, dass ein Teil des Rutschhangs hier vor 500 Jahren abging und damit Wasserversorgung und Feldflur von Kinga zerstörte. Hüttels Forschung ergab, dass eine dritte Bau- und Siedlungsperiode Kingas im 15. Jahrhundert plötzlich abbricht. Die Zeitgleichheit beider Ereignisse kann kein Zufall sein. Bei dieser Bohrung geht es darum, Proben zu gewinnen aus dem Grund des verlandeten Sees, der hier durch die Rutschung entstand. Die Stelle eignet sich besonders gut, weil der Boden weich ist. Sie hoffen auf Material in den Proben, das bestimmt und datierbar ist und etwas über Veränderungen in der Natur verrät. Sie sind bis auf 5 Meter Tiefe gelangt und müssen nun das Bohrgestänge zerlegen, um an die Bohrkerne im Innern der Rohre heranzukommen. Der 38-jährige Wissenschaftler steuert mit der umfangreichen Studie zur Landschaftsgeschichte Nepals eine Professur in physischer Geographie an. Gut. Seine Arbeit ergänzt die Siedlungsgeschichte, der Hüttel und sein Team auf der Spur sind. Bade kann nachweisen, dass das Tal seit 2000 Jahren von Erdrutschen bedroht und trotzdem Bewässerungsfeldbau betrieben wurde. Die Menschen haben sich also nicht kleinkriegen lassen. Die Bohrkerne funktionieren wie Materialsonden aus dem Archiv Erde. Besonders dann, wenn sie organische Substanzen enthalten. Bei der Laboranalyse später in Deutschland werden sie auf Baumpollen stoßen. Die Hänge waren also bewaldet, die Vegetation eine andere und der Mensch immer Opfer und Gestalter von Natur zugleich. Eine Felsformation im Kali-Gandaki-Tal nahe der alten Salzstraße. Andrea Steffen und Iken Paap sind hierher abgestiegen, um Felsbilder zu dokumentieren. Die Darstellungen sind kunstvoll in relativ grobkörnigen Sandstein, der aus dem Bemchak, der Ortschronik, die Ereignisse aufzählt, aber keine Zeitangaben enthält. Thema ist die Gründungslegende der Burg Garab Zong, oberhalb von Tini. Die Chronik berichtet von König Tukarchen, dem dreieugigen König mit Muttermal. Er gab den Befehl zum Bau der Burg. Pohl erforscht die Geschichte der Burg seit 5 Jahren und konnte erstmals das ungefähre Gründungsjahr von Garab Zong ermitteln, um 1530. Nepal. Das Bergland im Norden von Indien war immer schon Weltenscheide zwischen dem tibetisch-chinesischen und indischen Kulturraum. Die Flusstäler waren aber zugleich Korridore, durch die Menschen in alle Richtungen zogen, Kriege führten und Handel trieben. Wichtigste Verbindung war das Kali-Gandaki-Tal in der Provinz Mustang, das sich zur asiatischen Salzstraße entwickelte. Zur Sicherung des Salzhandels entstanden an strategisch wichtigen Punkten entlang des Kali-Gandaki und seiner Nebentäler im Lauf der Jahrhunderte befestigte Plätze und eine Reihe von Burgen. Die südlichste dieser Burgen ist Garab Zong,
oberhalb der Distrikthauptstadt Chomsom und des Dorfes Tini gelegen. Die Burg Garabzong, geschützt durch die Berge im Rücken und einem nach drei Seiten steil abfallenden Hang. Mittelpunkt eines kleinen Königreichs, bestehend aus Ringmauer, Palast, Kloster und mehrgeschossigen Häusern aus Lehm und Bruchsteinen. Um die 700 Personen konnte die Anlage beherbergen. Mit Erstarken des nepalesischen Zentralstaats verlor die Burg ihre Bedeutung. Im 19. Jahrhundert verfiel sie. Heute leben die Menschen in Dörfern wie Tini. Grabung und Kartierung der Burg sind weitgehend abgeschlossen. Jetzt geht es bei Ernst Pohl und seinem Team von der Universität Bonn darum, auf Garabzong noch weitere Kontrolldaten zu ermitteln. Die Koordinaten einiger Vermessungspunkte sind zu überprüfen. Außerdem müssen sie zusätzlich neue Materialproben gewinnen, um die Datierung einzelner Bauabschnitte der Burg zu untermauern. Dazu wird aus der ursprünglichen Bausubstanz Holz entnommen, dessen Alter dann mit dem dendrochronologischen Verfahren bestimmt werden kann. Das Verfahren basiert auf der Datierung der Jahresringe eines Baumes. Die ihn auf 3,50 Meter Tiefe etwas entdeckt. Und Corinne Tiblé, die Mitarbeiterin von Ernst Pohl, gerufen. Ernst? Der Schädel ist schon gebrochen. Es geht nur darum, dass man da sitzt. Na? Das sieht so aus, als ob der drauf sitzt. Mhm. Die Augen gehen in diese Richtung. So, er liegt so. Ah, ja. Das heißt, die Wirbelsäule kommt hierher. Oh. Und damit dürfte eigentlich klar sein, dass es kein Skelett geben dürfte, sondern nur ein verstürztes. Ein Schädel im Schutt. Aber wir werden uns überraschen lassen, ob es stimmt. Weil hier, guck mal hier. Ja, ja. Da kommt der Oberkiefer, siehst du? Spannung liegt in der Luft. Was werden sie noch finden? In einem benachbarten Gemäuer stößt Ascher auf Holzkohlenreste. Entgegen der anfänglichen Vermutung findet Ernst Pohl ein fast vollständiges Skelett. Doch es ist keine der häufig überlieferten Hausbestattungen. Die Knochen liegen wild verstreut in einer Versturzschicht aus Gesteinsbrocken. Was könnte die Ursache gewesen sein? Die Holzkohlenreste ergeben schließlich eine umfangreiche Brandschicht, bestehend aus Bruchsteinen und verkohlten Dachbalken. Es muss also ein Unglück geschehen sein. Dieser Mensch ist durch das herabstürzende Hausdach erschlagen worden. Gleichzeitig dürfte das Feuer ausgebrochen sein. Vermutlich hat ein Erdbeben die Katastrophe ausgelöst. Die Bewohner von Tini und Umgebung pflegen eine weit zurückreichende Erzähltradition. Immer wieder wird darin von derartigen Naturereignissen berichtet. Skelettfund und Brandschicht stimmen mit den übrigen Befunden überein, die das Ende von Bumche Kang ins 7. Jahrhundert datieren. Das Inferno einer Naturkatastrophe ist die naheliegende Erklärung für den Austritt aus der Geschichte. Ein Sonntagspicknick im Gebirge. Dabei sind Thomas Höltgen, seine Frau Mangali und die Schwiegereltern, die tibetischer Abstammung sind. Und trotzdem Bewässerungsfeldbau betrieben wurde. Die Menschen haben sich also nicht kleinkriegen lassen. Die Bohrkerne funktionieren wie Materialsonden aus dem Archiv Erde. Besonders dann, wenn sie organische Substanzen enthalten. Bei der Laboranalyse später in Deutschland werden sie auf Baumpollen stoßen.
organic matter, I think. Die Hänge waren also bewaldet, die Vegetation eine andere und der Mensch immer Opfer und Gestalter von Natur zugleich. Eine Felsformation im Kaligandaki-Tal nahe der alten Salzstraße. Andrea Steffen und Iken Paap sind hierher abgestiegen, um Felsbilder zu dokumentieren. Die Darstellungen sind kunstvoll in relativ grobkörnigen Sandstein gearbeitet, aber schon so verwittert, dass sie mit Kreide ausgemalt werden müssen, um sie genau zu erkennen. Die Bilder werden dann im Pausverfahren auf Folie durchgezeichnet, damit sie in Originalgröße erhalten sind. Denn es wird nicht mehr lange dauern, bis Wind und Wetter den Stein glatt geschliffen haben. Das Motiv zeigt ein Wildjack. Auf anderen Felsen sind Hirsch und Blauschaf zu erkennen. Ausgestorbene Wald- und Wildtiere, die auf Treibjagden mit Hunden gejagt wurden. Das Wildjack hier wird von einem Reiter mit Pfeil und Bogen erlegt. Das Alter der Felsbilder ist schwer zu bestimmen. Einige von ihnen sind mehr als 2000 Jahre alt. Damit schließt sich der Indizienkreis. Aus dem Kulturraum der Steppenvölker Innerasiens kennen wir vergleichbare Bilder. Und fest steht, dass die frühen Bewohner der Region einer ursprünglich waldreichen, noch kaum veränderten Umwelt ausgesetzt waren. Ihre Nachfahren heute müssen unter weit schwierigeren Umweltverhältnissen überleben. Zurück nach Kinga. Hans-Georg Hüttel und eine Studentin sind damit beschäftigt, die Funde aus dem Massengrab aufzubereiten. Hüttel hegt den Verdacht, dass die Opfer lebendig begraben wurden. Ein Brauch, der bei Steppenvölkern mit Totengefolge üblich war. Beleg dafür könnten Grünfärbungen im Boden sein, die sie unter einigen menschlichen Skeletten entdeckt haben. Exkremente der hier Bestatteten? Das Phänomen der postmortalen Darmentleerung ist von Hinrichtungen bekannt. So, und bei den Tierknochen befunden, verfahren wir jetzt so, dass die Tierknochen bereiten ihnen besonderes Kopfzerbrechen, weil sie nur schwer zuzuordnen sind. Das Alter der Felsbilder ist schwer zu bestimmen. Einige von ihnen sind mehr als 2000 Jahre alt. Damit schließt sich der Indizienkreis. Aus dem Kulturraum der Steppenvölker Innerasiens kennen wir vergleichbare Bilder. Und fest steht, dass die frühen Bewohner der Region einer ursprünglich waldreichen, noch kaum veränderten Umwelt ausgesetzt waren. Ihre Nachfahren heute müssen unter weit schwierigeren Umweltverhältnissen überleben. Zurück nach Kinga. Hans-Georg Hüttel und eine Studentin sind damit beschäftigt, die Funde aus dem Massengrab aufzubereiten. Hüttel hegt den Verdacht, dass die Opfer lebendig begraben wurden. Ein Brauch, der bei Steppenvölkern mit Totengefolge üblich war. Beleg dafür könnten Grünfärbungen im Boden sein, die sie unter einigen menschlichen Skeletten entdeckt haben. Exkremente der hier Bestatteten? Das Phänomen der postmortalen Darmentleerung ist von Hinrichtungen bekannt. So, und bei den Tierknochen befunden, verfahren wir jetzt so. Die Tierknochen bereiten ihnen besonderes Kopfzerbrechen, weil sie nur schwer zuzuordnen sind. Eine Zoologin hat sie inzwischen im Auftrag von Hüttel untersucht. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Das gesamte Knochenmaterial enthielt allein 9 Arten von Wildtieren, die heute im Tal ausgestorben sind. Die Mehrzahl von ihnen Waldbewohner. Wald und Wild gab es also im alten Kinga bis zum Ende der letzten Siedlungsperiode im 15. Jahrhundert. Erst dann setzten die großen Umweltveränderungen ein. Der Schamane, der neben der Grabung haust, hatte es faustdick hinter den Ohren. Vorarbeiter Gorup will wissen, woher die schönen Töpfe und die Knochen stammen, mit denen der Alte prahlt. Na klar, antwortet er, habe ich alle von nebenan. Aber lange vor euch. Was wäre ein Schamane ohne Flöte? Die hier ist aus Menschenbein.
Der Mensch als Teil des Kosmos, eingebunden in den Kreislauf des Lebens, bewegt von göttlichen Kräften. Eine Ahnung von ganzheitlicher Existenz. Der tibetische Himalaya ist bis heute lebendiges Herzland des Buddhismus. Nach Kinga. Hans-Georg Hüttel und eine Studentin sind damit beschäftigt, die Funde aus dem Massengrab aufzubereiten. Hüttel hegt den Verdacht, dass die Opfer lebendig begraben wurden. Ein Brauch, der bei Steppenvölkern mit Totengefolge üblich war. Beleg dafür könnten Grünfärbungen im Boden sein, die sie unter einigen menschlichen Skeletten entdeckt haben. Exkremente der hier Bestatteten? Das Phänomen der postmortalen Darmentleerung ist von Hinrichtungen bekannt. So, und bei den Tierknochenbefunden verfahren wir jetzt so, dass die Tierknochen bereiten ihnen besonderes Kopfzerbrechen, weil sie nur schwer zuzuordnen sind. Eine Zoologin hat sie inzwischen im Auftrag von Hüttel untersucht. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Das gesamte Knochenmaterial enthielt allein 9 Arten von Wildtieren, die heute im Tal ausgestorben sind. Die Mehrzahl von ihnen Waldbewohner. Wald und Wild gab es also im alten Kinga bis zum Ende der letzten Siedlungsperiode im 15. Jahrhundert. Erst dann setzten die großen Umweltveränderungen ein. Der Schamane, der neben der Grabung haust, hat es faustdick hinter den Ohren. Vorarbeiter Gorup will wissen, woher die schönen Töpfe und die Knochen stammen, mit denen der Alte prahlt. Na klar, antwortet er, habe ich alle von nebenan, aber lange vor euch. Was wäre ein Schamane ohne Flöte? Die hier ist aus Menschenbein. Der Mensch als Teil des Kosmos, eingebunden in den Kreislauf des Lebens, bewegt von göttlichen Kräften. Eine Ahnung von ganzheitlicher Existenz. Der tibetische Himalaya ist bis heute lebendiges Herzland des Buddhismus. Vielleicht haben dessen Tugenden wie Gleichmut, Gelassenheit und Zuversicht die Menschen befähigt, die Herausforderungen dieses Lebensraumes zu bestehen. Der Mensch kann die Welt nicht verändern. Er muss sich anpassen, sich selbst verändern, um im Nirvana eins mit dieser Welt werden zu können. Kraft auf diesem langen Weg spendeten schon immer die heiligen Plätze. Umliegt in der Luft. Was werden sie noch finden? In einem benachbarten Gemäuer stößt Ascha auf Holzkohlenreste. Entgegen der anfänglichen Vermutung findet Ernst Pohl ein fast vollständiges Skelett. Doch es ist keine der häufig überlieferten Hausbestattungen. Die Knochen liegen wild verstreut, in einer Versturzschicht aus Gesteinsbrocken. Was könnte die Ursache gewesen sein? Die Holzkohlenreste ergeben schließlich eine umfangreiche Brandschicht, bestehend aus Bruchsteinen und verkohlten Dachbalken. Es muss also ein Unglück geschehen sein. Dieser Mensch ist durch das herabstürzende Hausdach erschlagen worden. Gleichzeitig dürfte das Feuer ausgebrochen sein. Vermutlich hat ein Erdbeben die Katastrophe ausgelöst. Die Bewohner von Tini und Umgebung pflegen eine weit zurückreichende Erzähltradition. Immer wieder wird darin von derartigen Naturereignissen berichtet. Skelettfund und Brandschicht stimmen mit den übrigen Befunden überein, die das Ende von Bumche Kang ins 7. Jahrhundert datieren. Das Inferno einer Naturkatastrophe ist die naheliegende Erklärung für den Austritt aus der Geschichte.
ein Sonntagspicknick im Gebirge. Dabei sind Thomas Höltgen, seine Frau Mangali und die Schwiegereltern, die tibetischer Abstammung sind. Auch ein buddhistischer Priester ist geladen. Für Thomas und Mangali war es ein Schicksalstag. Karma, wie man hier sagt, als sie sich vor 3 Jahren auf der Grabung begegneten. Jetzt sind sie verheiratet. Und wenn Thomas nicht gerade in Nepal gräbt, leben die beiden in Deutschland. Den mandeläugigen Nichten und Neffen ist der hellhäutige Onkel noch ein wahrer Exot. Der Brautsegen nach buddhistischem Brauch. Grabungsende in Bumche Kang. Um Plünderung und Zerstörung zu formen kundliche Vergleiche sind wichtig. Sie geben Einblick in die Lebensweise der Menschen damals. Selbst bei dieser Scherbe, dem 1000 Jahre älteren Fund von gestern, sind Form und Funktion erkennbar. Der Rand abgestoßen, die Oberfläche verschmaucht. Typische Merkmale für ein Gefäß, mit dem die frühen Bewohner Bumche Kangs Rakshi, Schnaps, gebrannt haben. Die Menschen hier oben mussten immer schon lernen, mit wenig auszukommen, waren ständig den harschen Bedingungen von Kälte und Trockenheit ausgesetzt. Und es waren nicht Rakshi und Gerstenbier, die Leben und Wirtschaftsweise mitbestimmten, sondern das Salz. Seit Menschengedenken durchziehen Handelskarawanen die Täler des Himalayas. Bis zur Schließung der tibetischen Grenze durch die chinesischen Behörden kamen Salz und Wolle als Karawanengut aus dem Norden. Und das Kali-Gandaki-Tal bildete dabei die meistbereiste Fernhandelsroute. Handel und Zölle waren immer wichtige Einnahmequellen für die Bergvölker der Region. Heute allerdings kommen die meisten Waren aus dem Süden nach Nepal. Das Meersalz aus Indien hat das Steinsalz aus dem tibetischen Hochland ersetzt. Und der Salzhandel ist schon lange kein gutes Geschäft mehr. Die Salzkarawane ist am Ziel. Das Depot kann wieder aufgefüllt werden. Einst waren hier große Handelshöfe, die ihren Herren Macht und Wohlstand verschafften. Lange Zeit lag das Salzmonopol bei den Takali, dem im südlichen Mustang um Jomsom und Tini ansässigen Stamm. Takali waren auch die Bewohner von Garabzong und anderer Kleinkönigreiche im Burgenland von Nepal. Das Salzmonopol fiel, aber noch heute sind die Takali das Händlervolk im ganzen Land. Grabung Bumche Kang, ein paar Stunden später. Arbeiter haben in Schicht Nummer 10 auf 3,50 Meter Tiefe etwas entdeckt. Und Corinne Tiblé, die Mitarbeiterin von Ernst Pohl, gerufen. Ernst? Der Schädel ist schon gebrochen. Es geht nur darum, dass man das jetzt. Na? Das sieht so aus, als ob der drauf sitzt. Die Augen gehen in diese Richtung. So, er liegt so. Das heißt, die Wirbelsäule kommt hierher und damit. Das Gerstenbier. Und der Topf hier hat genauso einen abgesetzten Grat wie der alte. Formenkundliche Vergleiche sind wichtig. Sie geben Einblick in die Lebensweise der Menschen damals. Selbst bei dieser Scherbe, dem 1000 Jahre älteren Fund von gestern, sind Form und Funktion erkennbar. Der Rand abgestoßen, die Oberfläche verschmaucht. Typische Merkmale für ein Gefäß, mit dem die frühen Bewohner Bumche Kangs Rakshi, Schnaps, gebrannt haben. Die Menschen hier oben mussten immer schon lernen, mit wenig auszukommen,
waren ständig den harschen Bedingungen von Kälte und Trockenheit ausgesetzt. Und es waren nicht Rakschi und Gerstenbier, die Leben und Wirtschaftsweise mitbestimmten, sondern das Salz. Seit Menschengedenken durchziehen Handelskarawanen die Täler des Himalayas. Bis zur Schließung der tibetischen Grenze durch die chinesischen Behörden kamen Salz und Wolle als Karawanengut aus dem Norden. Und das Kali-Gandaki-Tal bildete dabei die meistbereiste Fernhandelsroute. Handel und Zölle waren immer wichtige Einnahmequellen für die Bergvölker der Region. Heute allerdings kommen die meisten Waren aus dem Süden nach Nepal. Das Meersalz aus Indien hat das Steinsalz aus dem tibetischen Hochland ersetzt. Und der Salzhandel ist schon lange kein gutes Geschäft mehr. Die Salzkarawane ist am Ziel. Das Depot kann wieder aufgefüllt werden. Einst waren hier große Handelshöfe, die ihren Herren Macht und Wohlstand verschafften. Lange Zeit lag das Salzmonopol bei den Takali, dem im südlichen Mustang um Jomsom und Tini ansässigen Stamm. Takali waren auch die Bewohner von Garabzong und anderer Kleinkönigreiche im Burgenland von Nepal. Das Salzmonopol fiel, aber noch heute sind die Takali das Händlervolk im ganzen Land. Grabung Bumche Kang, ein paar Stunden später. Arbeiter haben in Schicht Nummer 10 auf 3,50 Meter Tiefe etwas entdeckt. Und Corinne Tiblé, die Mitarbeiterin von Ernst Pohl, gerufen. Ernst? Der Schädel ist schon gebrochen. Es geht nur darum, dass man das jetzt. Na? Das sieht so aus, als ob der drauf sitzt. Die Augen gehen.